Das ist das Ziel, Christoph, das ist der Plan. Aber wenn wir auf die aktuelle Lage blicken, wirklich vorankommen die russischen Truppen in der Ukraine ja momentan nicht so wirklich. Wie beurteilt also der Kreml tatsächlich diese eigene Leistung der eigenen Armee? Also man kommt tatsächlich nur in kleinen Schritten voran, das ist richtig, vor allem jetzt im Donbass. Das sind tatsächlich wirklich winzige Fortschritte, die man da jeden Tag erzielt, aber man kommt eben doch voran. Und die russischen Militärs sagen ja, wir kämpfen ja nicht gegen die Ukraine. Wir kämpfen, wie sie sagen, gegen den kollektiven Westen. Das ist ein Stellvertreterkrieg, der dort gegen uns geführt wird. Und wenn man sich vor Augen hält, sagen die Militärs, dass wir de facto gegen die NATO kämpfen, gegen die USA, dann schlagen wir uns gar nicht so schlecht, sagen die Militärs. Die Frage ist, ob die Ukraine das genauso sehen würde. Wie sehen denn die Russen tatsächlich die Verteidigungsleistung der Ukraine an? Also man hat tatsächlich Respekt, man hat auch zum Teil Hochachtung, und ich habe da auch gefragt, ja, wie beurteilt ihr denn so die Leistung der ukrainischen Streitkräfte? Die verteidigen ja mit Bravour, beißen sich da in ihren Stellungen fest, leisten Widerstand, fügen euch große Verluste zu. Und da hat mir ein Oberst der russischen Armee gesagt, ja klar, kämpfen die Ukrainer gut, das wäre ja auch ein Wunder, wenn nicht, wir sind ja ein Volk. Christoph Wanner, ganz herzlichen Dank dir für deine Einschätzungen direkt aus Moskau. Danke dir.